Eines der ja, häufigsten Sachen, die ich höre im Hundetraining, ist tatsächlich, egal worum es geht, naja, es ist eh meine Schuld. Also es kommt immer vor. Also es ist immer, ja, das ist ja eh meine Schuld, weil, und dann kommt irgendeine Aufzählung von x Punkten, die offenbar einen schlechten Hundehalter ausmachen. Also ich bin inkonsequent, ich bin nicht hart genug, ich bin zu nett mit ihm, ich vermenschliche ihn, ich verhätschel ihn, ich lasse ihn aufs Sofa oder aufs Bett oder sonst irgendwas, das da kommt. Oder ich bin selber unsicher. Also es gibt da wirklich mannigfaltige Ideen, die offenbar dazu führen, dass der Hund irgendein Fehlverhalten zeigt. Jetzt habe ich damit ein Problem. Erstens, es ist völlig egal, ob du schuld dran bist oder nicht. Diese Frage der Schuld hilft absolut nichts. Also die macht nichts besser, die hilft nicht im Training. Das ist völlig sinnlos. Ja? Das Einzige, was das macht, ist ein schlechtes Gewissen. Und mit einem schlechten Gewissen sind wir nicht hundertprozentig da für unsere Hunde. Ja, ich kenne das. Ich habe ständig schlechtes Gewissen, weil es dem Sammy gerade nicht so gut geht. Und ich denke mir, oh mein Gott, und na ja, und vielleicht hätte ich den Umzug nicht machen sollen. Oder vielleicht hätten wir doch öfter zum Tierarzt gehen sollen. Niemand will meine Tierarztkosten wissen, ja. Also. Und es hilft dann ein bisschen, jemanden zu haben, der sagt, ich kenne niemanden, der mehr macht als du. Und es ist, wie gesagt, es ist völlig egal. Ja? Es ist einfach wichtig, dass wir uns anschauen, wie ist es jetzt? Was ist der momentane Stand und was können wir machen? Ja, wenn du einen Teil dazu beiträgst, also zum Beispiel, dein Hund rastet bei Hundebegegnungen aus und du merkst selber, wenn du einen anderen Hund siehst, dann fängst du schon an anzuspannen, du fühlst dich unwohl, du wirst nervös, der Herzschlag erhöht sich, der Puls erhöht sich, wir fangen an zu schwitzen, solche Sachen. Dann musst du auch daran was machen. Klar, ja, deswegen gibt es in meinem Kurs zur Leinenaggression auch immer einen Teil für die Halterin, weil es ist einfach wichtig, dass wir auch ein bisschen auf uns selber schauen. Das heißt aber nicht, dass du das nicht ändern kannst oder dass du das verursacht hast. Weil in Wirklichkeit, gerade bei solchen Sachen, ist ja die Frage, haben wir das wirklich verursacht oder hat der Hund das mitgebracht oder ist das von außen verursacht worden? Und in Wirklichkeit ist es völlig egal. Es ist auch fürs Training egal. Also es ist, wie gesagt, wenn du merkst, okay, du musst da was ändern oder du fühlst dich selber auch nicht wohl in der Situation, dann natürlich musst du was machen, ja, weil es geht ja auch darum, dass du dich im Training und auch im Alltag wohlfühlst mit deinem Hund. Hat überhaupt keinen Sinn, wenn dein Hund lernt, okay, weiß ich nicht, bei anderen Hunden setze ich mich hin oder ich wurscht, ja, und du stehst aber dann da so schäbernd und sagst, oh mein Gott, hoffentlich kommt dieser andere Hund jetzt nicht her, weil XYZ irgendeine Horrorfantasie, die wahrscheinlich auch nicht unbegründet ist, sonst hättest du sie nicht. Also das bringt nichts, ne? Es muss immer beiden gut gehen. Es muss dir gut gehen, es muss deinem Hund gut gehen. Und es gibt auch Situationen, wo im Training einfach rauskommt, okay, es ist eine totale Angst auf Menschenseite da. Dann muss man da was machen. Wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwas nicht so machst, wie du es machen könntest, dann hol dir Hilfe. Ja? Lass von außen drauf schauen. Wir selber sind sowieso ein bisschen zu nah dran bei den eigenen Hunden, als dass wir da irgendwie objektiv sein könnten. Ja? Und das macht immer mehr Sinn. Also wenn du da Hilfe brauchst, schreib mir eine E-Mail, mach dir ein kostenfreies Vorgespräch aus. Der Link ist drunter. Und wir schauen uns an, was man verändern kann, was man verbessern kann, wie ich dir helfen kann. Und du wirst sehen, so schlimm ist es nicht. Ja, also du hast nicht das Leben deines Hundes zerstört. Und ich hoffe, dass du dir das auch wirklich immer wieder sagst. Ja,
Du bist die Bezugsperson deines Hundes. Das heißt, du bist ein wahnsinnig wertvoller und wichtiger Mensch im Leben deines Hundes. Und niemand ist fehlerfrei. Ja, wir machen alle unsere Fehler und der Hund wird deswegen nicht ein schlechteres Leben haben. Außer wir lernen nicht dazu. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber so bist du nicht und sei nicht hier.